Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics. Heute dann jetzt endlich mit dem Finale vom Premier Cup, mit dem ich ja immer mit Santos gespielt habe und es jetzt ins Finale geschafft habe. Im Finale geht es dann jetzt gegen Fiorentina. Über die Mannschaft muss ich echt sagen, weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht mal, wie viele Sterne es sind. Ich nehme an, es sind vier, weil ich ja auch mit einer Vier-Sterne-Mannschaft spiele. Aber ansonsten, was für Spieler da spielen, weiß ich eigentlich kaum. Von daher, lassen wir uns überraschen. Und dann hoffen wir doch auch, dass wir das Finale gewinnen, weil ansonsten wären das einfach mal drei Siege vorher für nichts gewesen. Aber so ist das nun mal, wenn man Pokal spielt. Da kann es eine Niederlage natürlich das ausbedeuten, ist ja klar. Gegner fängt hier direkt an und es steht dann auch hier im Abseits. Ich glaube, das war ganz knapp. Naja, doch, recht deutlich. Manchmal ist es ja ein bisschen komisch, auch mit Abseitsentscheidungen, obwohl es Computer entschieden wird. Sind ja die Entscheidungen manchmal ein bisschen komisch, aber gut. Hier komme ich bis jetzt nicht so gut ins Spiel. Und jetzt habe ich hier mal eine schöne Balleroberung. Über zwei Stationen habe ich jetzt schon mit dem Stürmer den Ball und verliere ihn dann jetzt auch hier direkt. Aber jetzt habe ich ihn dann endlich wieder. Und dann wollen wir mal sehen. Wie immer probiere ich natürlich ein bisschen mich selber zu unterhalten, indem ich trickse. Komme hier eigentlich auch recht schon weit. Also schon recht weit, aber nicht zum Abschluss. Auch nicht wirklich gefährlich von mir jetzt. Und hier eine ganz gute Balleroberung. Habe ich gesehen, dass er zu lange am Ball ist. Und dann habe ich mit Kreis getackelt, also mit B auf der Xbox. Hier habe ich jetzt sehr viel Raum. Und probiere eine Flanke. Ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal mit dem Spieler, mit Neymar, den ich da vorne jetzt drin hatte, weil ist jetzt nicht wirklich der größte oder auch nicht der kopfballstärkste Spieler. Aber ich hatte gedacht, das wäre mal zumindest gut eine Möglichkeit, aber gut. Hier mit dem Trick hängen geblieben, das ist einfach zu spät ausgeführt. Und ja, bis jetzt mein Gegner. Jetzt hätte er ein bisschen zügiger unten in die Gasse spielen müssen, dann wäre da wahrscheinlich ein bisschen eine gefährlichere Situation raus geworden. Aber hier ein absolut überflüssiger Fehlpass, weil er einfach, ich weiß nicht, er war einfach nicht so gut vorbereitet, der Pass. Ich hatte eigentlich recht früh vor, irgendwann mal ein Video zu Pässen zu machen, ähnlich wie ich es dann auch zum Torabschluss gemacht habe, einfach mit Grundlagen und was für Faktoren den Pass beeinflussen. Da gibt es nämlich auch, ich sag mal, die Faktoren sind prinzipiell recht ähnlich, man kann sie sich eigentlich auch fast denken, aber dennoch ist es, glaube ich, ganz gut, sich mal einfach bewusst zu machen, weil wenn man wirklich drüber nachdenkt und bewusst darauf achtet, wie man am besten den Pass vorbereitet, dann sollten sich die Fehlpässe vor allem im Mittelfeld sehr stark einschränken lassen. Hier, weil das war irgendwie katastrophal, was ich gerade damit gemacht habe, mit Neymar nämlich irgendwie gar nichts, sondern einfach in den Gegner reingelaufen. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Und ja, das ist immer so ärgerlich, wenn man hier den Pass auf die Spitze spielt und der Stürmer irgendwie im Abseits rumgammelt und man sich eigentlich denkt, du hast doch genug Zeit, rauszulaufen. Und hier, das liebe ich ja, wenn meine Gegner irgendwelche kurzen Sachen spielen, brauchen sie sich auch nicht so wundern, wenn ich dann das 1-0 schieße. Kann ich nur absolut von abraten, Freistöße, Abstöße etc. alles kurz auszuführen, das ist absoluter Quatsch. Schlagt die Dinge einfach möglichst weit raus und dann seht ihr einfach, was passiert. Entweder gewinnt ihr das Kopfballduell und habt dann, oder auch wenn ihr das Kopfballduell nicht gewinnt, trotzdem kann da manchmal ganz gefährliche Situationen draußen stehen. Aber die Dinger kurz zu spielen, um dann 20 oder 30 Meter vor eurem Tor den Ball zu verlieren, ist absoluter Käse. Vor allem, weil dann einfach eure Abwehr nicht formiert ist. Von daher, ihr merkt, ich bin ja schon, ich reg mich fast darüber auf, dass mein Gegner den Fehler gemacht hat, weil für mich wirkt das immer so, als ob sie so Neumann klug sind und sagen, haha, ich spiele ihn kurz raus und dann habe ich wenigstens den Ball. Aber dann, das klappt vielleicht fünfmal und beim sechsten Mal fange ich ihn ab oder hier hat es halt jetzt direkt beim ersten Mal geklappt und dann läufst du hier seit der 20. Minute direkt im Rückstand hinterher, wo ich nicht mal irgendwas Tolles geleistet habe als angreifender Spieler. Von daher kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum er die kurz spielt. Das nur mal so. Das ist auch wirklich so eine Fehlerquelle, die sehe ich immer wieder vom Gegner. Dass die Dinger kurz rausgespielt werden, um irgendwie klug zu sein und möglichst den Ball zu haben, was dann auch nicht klappt. Hier wird ein Spieler von mir im Strafraum gerissen, ohne dass was passiert. Gut.
Ich hätte ihn gerne angespielt, glaube ich. Aber kann man nichts machen. Aber wie dem auch sei, das war natürlich dann jetzt für mich eigentlich ein ganz guter Start, weil momentan führe ich dann jetzt ganz bequem 1 zu 0, ohne dass eigentlich viel passiert ist oder für mich viel zusammengekommen ist vorne. Momentan jetzt mein Gegner auch noch nicht allzu gefährlich, aber hat sich jetzt auch noch nicht so viele Situationen ergeben. Oh, klasse Fehlpass von mir jetzt. Ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Pass nicht ankommt vom Gegner. Dementsprechend wollte ich mit X einfach beim Gegenspieler dranbleiben, so auf der Xbox SSA. Ja, und dann steht aus so einem scheiß Fehlpass von mir natürlich das 1-1. Das ist irgendwie so typisch. Erinnert irgendwie so ein bisschen an das Pokal-Halbfinale, war es, glaube ich, dazwischen Werder Bremen und HSV, wo der diese Papierkugel zur Ecke geführt hat. Irgendwie so ähnlich hier. Einfach so eine unnötige Ecke und natürlich da jetzt dann der Ausgleich. Verdient, würde ich mal nicht sagen, aber gut, mein Führungstreffer war jetzt auch nicht sonderlich schön. Von daher, das gehört halt irgendwie dazu. Mund abputzen und einfach weitermachen. Und momentan, also man sieht, dass mein Gegner teilweise starke Probleme hat, gegen mich sein Spiel im Mittelfeld aufzuziehen und dann auch mich im 1 gegen 1 zu verteidigen. Beziehungsweise, ich gehe mal davon aus, da wird unter Umständen hier in dem Spiel noch was gehen. Ja, wenn ich ein bisschen Glück habe, hätte es vielleicht einen Freischuss geben können, aber muss jetzt nicht sein. Und ja, dann hier, da ist es ganz wichtig, dass man keinen überhasteten Pass spielt. Das habe ich, glaube ich, auch schon im anderen Gameplay-Video gesagt. Wenn ihr merkt, dass euer Gegner momentan einfach die naheliegenden Anspielstationen gut zugestellt habt, dann wartet einfach nochmal ganz kurz. Haltet den Ball ein bisschen länger, spielt den schön sauber raus, anstatt wenn ihr da einen Fehlpass spielt, dann ist es die absolute Katastrophe. Von daher, einfach da ruhig bleiben ist einfach die Devise. Es kann eigentlich kaum was passieren, außer wenn ihr ihn eigentlich in die Füße vom Gegner spielt. Nämlich wenn er euch den Ball abnehmen möchte, wirklich direkt im Zweikampf, muss er erst noch viel näher rankommen. Und bis das passiert ist, habt ihr eigentlich genug Möglichkeiten. Hier habe ich jetzt gerade den Ball mit R1 auf der PS3 oder mit RB auf der Xbox durchgelassen. Hier hat man uns aber schön gesehen. Und dann ein ganz trockener Abschluss. Ich glaube, ich habe so früh abgeschlossen, weil ich Angst hatte, dass Borges das Tempo nicht richtig aufnehmen kann. Nämlich, das ist dann auch ein Problem, wenn ich dann anfange zu dribbeln und mein Gegenspieler ist an mir dran, dann fängt er an, mich zu behindern beim Abschluss. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, bevor er dann überhaupt an mich dran kommt, schließe ich einfach vorher ab. Und dadurch, dass der Torhüter noch auf der Linie war, habe ich auch erklärt, dann schließe ich ohne R1 oder ohne RB ab auf der Xbox RB. Und ja, dann war das jetzt hier, glaube ich, ein ganz trockenes und nüchternes 2-1. Und einfach auch durch eine ganz einfache Sache, dass ich da mit R1 oder mit RB den Ball durchgelassen habe. Das funktioniert eigentlich recht ganz gut. Hier ein schöner Pass in die Gasse. Und jetzt läuft oben Neymar frei. Und dann habe ich hier ein lockeres 3 zu 1 in der 45. Minute. Ich denke mal, es war ganz schick rausgespielt. Da hat einfach dann vor dem Pass auf Borges die Zuordnung nicht mehr gestimmt und das habe ich einfach direkt gesehen und dann habe ich gesehen, dass da mit einem schönen Pass in die Gasse dann auch die Lücke ausgenutzt werden kann. Und so kommen wir jetzt hier mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit. Drei Schüsse aufs Tor, drei Tore, das ist auch ganz, ganz nett oder ganz schick. Hier probiere ich durchzukommen mit Neymar und mache dann auch direkt weiter, wo ich den Ball kurz verloren hatte, aber auch beim zweiten Mal klappt es nicht ganz, aber wie gesagt, das sollte man nicht allzu eng sehen. Das mache ich halt irgendwie, weil ich denke, da kann doch am Abend so was Schönes bei rauskommen. Und wenn es nicht klappt, verliere ich nicht allzu viel. Also aus so einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte wird es schwer, dass daraus eine gefährliche Situation entsteht für den Gegner. Oder beziehungsweise die gefährliche Situation für mich. Hier hat man jetzt gerade schon gesehen, wie ich. Es hat auch nicht geklappt, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber was man gesehen hat, dass ich mit dem Spieler, den ich ausgewählt habe, nicht probiert habe, die Flanke abzudecken, sondern dass ich probiert habe, in der Mitte einen Gegenspieler zu decken. Hier steht mein Gegner einfach unglaublich hoch und Borges fehlt leider die Qualität, um da vernünftig abzuschließen. Ich glaube, mit einem besseren Stürmer wäre das häufiger ein Tor geworden. Aber das ist halt nun mal so. Ich hätte eigentlich, wenn ich. Aber hier, man sieht jetzt gerade, dass mein Gegner eigentlich total überfordert ist.
Das kann auch mal gut und gerne einen Elfmeter geben, weil viel Ball war da nicht dabei, sondern eigentlich nur mich umgerissen. Aber er hat halt das einzig Richtige gemacht, so mich beim Abschluss zu stören. Und dadurch kam dann so ein schlechter Abschluss mitten auf dem Torhüter zustande. Von daher kann ich jetzt dem Gegner keinen Vorwurf machen. Man sieht jetzt gerade, dass er irgendwie in Rage ist. Also gerade diese zwei Grätschen, sie sahen irgendwie schon sehr verzweifelt aus oder nach dem Motto, hier leck mich am Arsch. Also entweder muss das jetzt klappen oder ich verliere das Spiel als 6-1. So nach dem Motto. Und gut, wenn er jetzt schon nicht mehr vernünftig spielt, dann hier jetzt ähnliche Situation, wie ich es auch vorhin schon erklärt habe, bevor man den überhasteten Pass, Fehlpass spielt, einfach nochmal länger den Ball halten und dann kann da nicht viel passieren. Schade. Hatte ich jetzt schon zwei, drei Gegner aussteigen lassen. Wäre ganz nett gewesen, wenn ich noch weitergekommen wäre mit Neymar. Und hier ist es jetzt aber ein Foul, oder? Ja, klar. Also, irgendwo muss mal jetzt mal ein Punkt gesetzt werden. Muss mal kurz schauen, ob ich hier gute Freistoßschützen im Team habe. Ich glaube, Elano. Ja, jetzt wähle ich ihn noch aus. Mal sehen, ob was mit dem geht. Es wurde vor kurzem auf Facebook eine Frage gestellt, ob ich dann auch Videos zu Freistößen mache. Habe ich dann auch, gut, der war jetzt nicht so spektakulär. Aber bei Freistößen hat man allgemein immer eine Varianz. Die kann man dreimal gleich schießen und dreimal kommt der Ball ganz unterschiedlich. Von daher, darf man da, muss ich jetzt, ich glaube, der war nicht schlecht geschossen eigentlich, aber kam nicht so gut. Was ich sagen wollte, es wurde gefragt, ob ich auch Videos zu Facebook, es wurde auf Facebook gefragt, ob ich auch Videos zu Freistößen machen möchte. Das ist von der Priorität ganz, ganz niedrig bei mir, weil wenn es irgendwas Vernünftiges gibt auf YouTube bezüglich FIFA, dann sind es zum einen Goal Compilations, also irgendwelche Zusammenstellungen von schönen Toren. Habe ich unter Umständen vor, auch mal ein paar zu machen, weil ich jetzt wieder Ultimate Team spiele und da ich dann doch auch das eine oder andere ziemlich gut anzusehende Tor schieße. Und das zweite ist, man findet gute Freistoß-Tutorial-Videos. Also da ist wirklich gutes Material vorhanden auf YouTube. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich dazu Videos machen muss, sondern ich sehe eigentlich mehr meine Mission, dass ich sage, ich möchte euch Sachen bieten, die es einfach so noch nicht vernünftig gibt. Und dadurch, dass ich jetzt nur noch einen Vortrag habe, also eine Präsentation für mein Studium, wird es dann auch hoffentlich bald so sein, dass ich dann mal wieder auch andere Videos als Gameplays-Videos machen kann. Ich denke mal, das ist auch der Hauptgrund, warum viele Leute abonniert haben, dass noch mehr Tutorial-Videos von mir kommen, wo ich Sachen erkläre. Und ich hoffe, dass ich dann, also wie gesagt, ich habe jetzt noch einen wichtigen Vortrag für die Uni. Und dann habe ich eigentlich mal wieder ein bisschen Freizeit und dann wird es eine Videooffensive geben. Von mir habe ich auch schon Facebook in einem kleinen Satz angekündigt. Und hier das Spiel, ich dümpel gerade so ein bisschen vor sich hin, nicht so viel passiert. Und jetzt hier wieder diese so ein kurzer Abstoß, wie derselbe Käse wie davor. Lass den Scheiß, also wirklich. Es klappt vielleicht, wie gesagt, es klappt 5 oder 10 Mal, klappt es dann und dann einmal nicht und dann habt ihr einfach da einen Gegentreffer mehr, weil es nämlich meistens so endet. Und von daher kann ich davon abraten. Und ja, momentan sieht es eigentlich danach aus, als ob ich das Spiel hier locker nach Hause fahren kann und dann auch den Pokal. Mal sehen, ob jetzt hier nochmal in dem Angriff hat. Geht hier wieder mit R1 durchgelassen und wenn dann er nicht richtig verteidigt und nicht damit rechnet, dann steht da hier so viel Raum. Ich lege das noch weiter nach außen und dann steht es jetzt hier 4 zu 1 in der 80. Minute. Ja, ich weiß jetzt nicht. Angelina hat mein Gegner Pause gemacht und hat dann jetzt hier das Spiel verlassen, weil er anscheinend nicht mehr die Hoffnung gehabt hat, dass er jetzt das Spiel noch gewinnen kann. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das ist auch schon einige Zeit her, wo ich diese Videos aufgenommen habe, bin ich jetzt so clever und gehe kurz ins Menü, um euch zu zeigen, dass ich den Pokal gewonnen habe, richtig? Also man sieht es hier. Ich hätte ja auch so dreist sein können und hätte einfach 4 Videos mit Santos zusammenschneiden können und sagen, hier, das war der Pokal. Nee, also es war schon so, dass das richtig so war. Und von daher ist jetzt hier diese Serie mit dem Premier Cup Pokal und auch dem Pokalgewinn zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde natürlich auch zukünftig vielleicht noch das eine oder andere Gameplay-Video bringen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch eine wichtige Sache für die Uni und danach hoffe ich, dass ich dann euch mit ein paar ordentlich geilen Videos
zuballern kann, in dem Sinne, dass ihr da nochmal eure ganzen Wünsche, die ihr auch immer wieder äußert, und das könnt ihr auch weiterhin ruhig tun. Ich probiere das alles, sag ich mal, zu notieren und zu berücksichtigen und zu schauen, was am meisten gefragt ist. Und dementsprechend würde ich mich dann jetzt hier verabschieden, mit der Aussicht, dass es dann wieder bald richtig losgeht. Und haltet euren Kasten sauber, euer Tess.